Da sind wir wieder. Gestern war Reha. Das ist eine Variante, die könnt ihr immer wieder einstreuen, um einen Reha-Sport zu machen und sich zu bewegen. Mit dem Stuhl, mit den Wasserflaschen, tolle Sache. Heute gebe ich euch 4 Übungen. Wir machen heute ein Intervall. Belastungsdauer, da ändert sich bei uns nichts im Atlantis, 30, 60, 90 Sekunden. Ihr versucht mal, eine Zeit euch vorzunehmen und ich sage mal, diesen ganzen Intervall, den wir jetzt machen, 20 Minuten zu machen. Also Level 3, die Top-Leute machen das 20 Minuten. Leute, die so in mittelmäßigen Form sind, machen das 15 Minuten und Leute, die sagen, Gott, ich bin noch ein Anfänger, probieren das mal 10 Minuten durch. Jede Übung immer entweder 30, 60 oder 90 Sekunden, das könnt ihr nach Level selber entscheiden und versucht immer durchzuhalten. Wir beginnen, ganz klar, ihr seid warm, ihr habt euch warm gemacht, 7 bis 15 Minuten wie immer, gedehnt, gestretcht, ein bisschen warm gelaufen und wir beginnen jetzt mit dem Training. Jetzt ist es natürlich hochintensiv. Da muss man wirklich wieder mal einen raushauen. Da müsst ihr gut vorbereitet sein. Und wenn jetzt die Spitzenleute jetzt 15 oder 20 Minuten arbeiten am Stück, ist das bei dem Training jetzt wirklich anstrengend, was jetzt kommt. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir beginnen mit der ersten Übung. Ich mache die vor. Und zwar geht das jetzt um Tempo. Und wenn ihr eure Zeit stellt und das jetzt 90 Sekunden macht, dann wisst ihr, was ihr gemacht habt. Komm, und da habt ihr durch, 90 Sekunden. Jawohl, durcharbeiten, sehr gut. Ich werde es die erste Mal 30 machen. Komm und durcharbeiten. Jawohl, sehr gut. Komm. Atmen, komm. Und nach oben und immer auf den Fußball laufen. Komm, schnell arbeiten, komm. Jawohl. Tief Luft holen, weiter. Mehr noch. Yes, komm, durcharbeiten. Mehr Tempo. Und wenn ihr natürlich Wasserflaschen habt, die 1 Liter haben oder 1,5, dann wird das umso schwerer. Kommt, weiter. Jawohl. Komm, noch 20 Sekunden. Ach, Tempo. 9, 14, komm, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kniebeugen. Hopp, das Gleiche. 1, 2, ich bin hoffentlich tief genug runter. 3, 4, 5, 6, 7, 9, klasse, weiter, 14, 15, jawohl, 18, klasse, und komm noch 5, 1, und 2, und 3, und 4, und 5, ich mache 30 Sekunden heute, ihr wisst, wenn ihr das 90 Sekunden macht, dann habt ihr, was ihr gemacht habt. So, keine Pause. Jetzt durch. 30 Sekunden. Ich mache es auf den Knien, ist mir sonst zu schwer. Hier geht's hoch. Boah, 25. Okay, wir sind gleich in der Position. Keine Pause. Hill Climbers. In der Position. Gehen wir ein Stück nach vorne. So, jetzt hier auf dem Handtuch. Und los geht's. Hopp, hopp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, come on! 10. Das war ein Durchgang. Wir würden wieder anfangen, jetzt geht's wieder los. Also jetzt wieder losgehen, laufen. Zweite Übung danach wieder. Kniebeuge. Dann Liegestütz. Dann der Hillclimber. Immer zwischen einer Serie macht ihr 30 Sekunden Pause. Und dann kommt die nächste und das ganze 20 Minuten. Und ich sag euch, Halleluja, dann wisst ihr, was ihr gemacht habt. 4 Übungen, 30, 60, 90 Sekunden Belastung, je nachdem 10, 15 oder 20 Minuten Gesamtbelastung zwischen einer Serie, also zwischen 4 Übungen, 30 Sekunden Pause, 20 Minuten lang vorher warm machen, anschließend stretchen. Viel Spaß bei dem Training. Das bringt richtig was. Kann auch jedes Leistungslevel, kann jeder machen. Viel Spaß, bleibt gesund.
Team Atlantis und Andi vermissen euch.